Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense 5. Es geht weiter, tägliche oder zufällige Mission, nicht tägliche Mission. Ice Ice Baby, absolviere Blumenkreis auf Schwierigkeitsstufe leicht und benutze aber nur Scharfschützen, Affen und Eistürme. Denke ich, kriege ich hin. Von Runde 1? Okay, von Runde 1, alles klar. Okay. Ich werde die lieber Scharfschützen hinstellen. Ist automatisch schon? Ja, wunderbar. Eistower bringt es ja noch nicht. Aus dem Grund, dass sie keinen Schaden gemacht hätten. Heißt also erstmal Scharfschützen hinstellen. Ah ja, genau, ist ja Runde 2 schon. Direkt der nächste. Okay, die können die Dings noch nicht kaputt machen. Die eingefrorenen. Okay, Dauerfrost. Wobei ich das erste hätte wahrscheinlich erstmal machen sollen. Need more. Ja, ganz klasse. Machen wir erstmal doch mal den ersten, bis wir mit dem Ice Tower Schaden machen können. Ja. So ist das. Noch frieren sie alle ein. Oh Gott, ich hätte den Eistower nicht hinsetzen sollen. Verdammt. Ja, Eistower hinzusetzen war noch keine gute Idee gewesen. Bis wir hier das Einfrieren leicht gemacht haben. Ich schieße nochmal langsam, dass sie das nie erwischen, wenn er, während er eingefroren ist, der Blumen. Es ist echt optimal, wenn hier das Ding endlich mal zum Platzen gebracht wird, die ich kann den Eistower nicht wegmachen, sorry Leute. Das muss jetzt so bleiben. Ja, aber gleich, ich glaube nach der Runde sollte es... Verdammt. Aber ihr seht, der Eistower ist wirklich perfekt platziert. Nicht mehr viel, 40, 45. Sorry. Und gib mal her, ja, ja. Jetzt kann es endlich losgehen wieder mit dem Stärksten. Das ist echt gut da hinten. Ich werde hier noch einen Eistower hinsetzen und hier noch einen Eistower hinsetzen. Und der Rest wird dann wahrscheinlich mit Scharfschützen aufgerüstet werden. Guck, wie viel Geld mal hinkriegen. Ich denke mal, ich werde die Scharfschützen erstmal aufrüsten, das ist besser. Schneller schießen. Wird, denke ich mal, kein Problem sein. Ich hätte sogar noch... Naja, nee, wir werden erstmal aufrüsten. Wobei, die gehen auf die Ersten, die können mal... Ah, nee, die gehen auf die Stärksten, dann gehen die meine Finger auf die Ersten. Eisbrocken? Eisbrocken wäre auch nicht schlecht hier in dem, wobei die schon ziemlich viel Schaden machen. Das ist eigentlich schon ganz gut da hinten. Noch einen Scharfschütze erstmal hinpacken. Die gehen beide auf den ersten, die hinten, und die hier auf die stärksten. Dann können wir erstmal einen Vollmantelgeschoss hinsetzen. Damit die ein bisschen mehr kaputt machen können. Die müssen allerdings ja dann halt auf jeden Fall die Dings bekommen, die Tarnkappen für Runde 24. Nachtsichtgeräte. Also die Tarnkappen entdecken wir sozusagen. Ja, Nachtsichtgerät. Weil der kann halt die Dings nicht kaputt machen. Die Tarnballons. Wir werden auf jeden Fall hier noch einen hinsetzen. Als Sicherheit.
Jetzt läuft das Geld auch schon super. Sollte also irgendeiner durchkommen von den ganzen Bloons, was ich zwar bezweifle, weil es ist so krass, ey, das ist wirklich optimal, der Tower. Dann... so gut. Dann, ja. Eisbrocken, ich weiß nicht, Eisbrocken wäre schon nicht schlecht. Hier überall erstmal Nachtsichtgeräte. Das ist die Frage, noch mehr Scharfschütze oder noch mehr Eistower? Oder halt den erstmal aufrüsten. Oder arktischer Wind, wäre auch nicht schlecht. Arktischer Wind zum Sloan. Okay. Aua, 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 sehr viel Leben weg. Sehr viel Leben weg. Ja, die sind natürlich immun gegen, gegen Einfrieren gewesen. Können jetzt nichts gegen machen. Da kannst du nichts gegen machen. Wenn sie immun sind, sind sie halt immun, ne? Aber Eisbrocken hier echt perfekt wäre. Okay. Sieht ganz gut aus. Machen wir uns auch mal mit hier. Zwei Schichten einfrieren. Und jetzt wahrscheinlich noch ein paar Dings aufrüsten. Ein paar Scharfschützen. Wir sind nur 13 Runden. Ist nicht mehr viel. Oh Gott, so viele weiße. So viele weiße Bloons. Die weißen sind echt ätzend. Aber wir kriegen gut Geld hier gerade noch. Schauen wir mal, vielleicht noch mehr Scharfschützen, ist glaube ich unnötig. Hinten auf jeden Fall auch noch einen wahrscheinlich hinsetzen. Na, wobei. Ich glaube, ich sollte lieber noch mehr Scharfschützen hinplatzieren. So, zack, zack. Mehr Scharfschützen! Will ich ja noch auf tödliche Präzision dann gleich skillen. Okay. Die sterben anscheinend nicht so leicht, die Zebra-Bloons. Oh Gott, weg mit euch. Ja, ist halt problematisch, wenn sie halt die gleichen dann angreifen. Ich habe jetzt ja, ein bisschen Leben verloren. Na gut. Ich werde sie doch mal aufrüsten. Die jetzt halt immer wieder einen unterschiedlichen Fokus haben. Ja, ich denke mal, hier will ich noch einen hinsetzen. Nächste Runde der Moab, okay. Gut, kann ich eh nichts gegen machen. Entweder er kommt durch oder kommt er nicht durch. Weil ich nicht denke, dass er durchkommen wird. Eisbrocken, ja oder nein? Schwierig. Okay, also ich habe gut durchgehalten bisher. Aber die müssen auch noch Eisbrocken kriegen. Oh Gott, ich bin tot. GG. Ich frage mich, wie man das hätte schaffen. Na, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Noch mehr Scharfschützen. Ich kann nicht noch mehr Scharfschützen setzen, ist ja... Too much. Ja, ist ja doof, dass die Dings die Tarns nicht sehen können. Tarnbloons, die Eisdinger, sonst wäre das jetzt nicht so passiert. Gucken wir mal. Noch sieht es ja eigentlich ganz okay aus, aber er hat die beiden Moabs dann gleich in der letzten Runde, ist schon hart. Das ist so das einzige Problem, würde ich mal meinen, noch.
gleich mal tödliche Präzision. Ah, sieht doch ganz gut aus. Sieht ja noch ganz gut aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die blauen schon wieder, die weißen schon wieder, meine ich. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Nein, in der letzten Runde. Wie kann denn das sein, ey? Da sind so viele Eisdinger und die kriegen die nicht down oder was? Wir müssen es doch mal probieren. Muss ich 1000 Scharfschützen hinsetzen oder was? Das kann doch nicht sein. Gleiche Scheiße wieder nochmal machen, ey. Ich werde jetzt 25.000 Scharfschützen hinsetzen. Das ist dann halt so. Muss ich halt mit Schnellgewehr spielen. Mit Schnellschussdingensen. Komm, noch mehr Scharfschützen. Kann ich hier auch vier unterschiedliche nehmen. Das geht auch hier mit dem nächsten. Und dann mache ich einfach den letzten. Warum nicht? Who cares? Schießen sie auch auf drei unterschiedliche. Wie juckt das? Ja, komm auf den letzten. Schießen sie meinetwegen vier verschiedene ab. Ist mir doch egal. Das ist einfach nur mies, diese Dingens und diese Mission. Einfach nur mies. Vor allem, weil ich halt den Dings dafür genommen habe. Ja. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr ändern. Das geht ja nicht. Kann man ja nicht machen. Na? Immer mehr. Jetzt sind wir hier wieder auf den stärksten gehen. Genau. Um uns auch einen Scharfschützen. Den werden wir hier auf den ersten immer noch lassen. Aber wir haben noch Zeit. Das wird wieder der nächste sein. Ja, was ist das? Schwierig, schwierig, diese Mission teilweise. Auf den ersten. Okay, auf den letzten. So, dann würde ich sagen, gleich mal hier den Eisturm hinsetzen mit... Mache ich da arktischer Wind hin? Das ist ja nicht schlecht, ne? Der arktische Wind. Das hat Slow und... Aber er tötet sie halt. Ja, wobei er slowt sie halt noch weiter. Ja, da müssen Eisbrocken schon hin. Da müssen schon Eisbrocken hin. Oh, jetzt geht das gleich die Thema wieder los, ey. Ich hätte ihn so noch nicht hinsetzen sollen, bevor ich das Gold dafür hatte. Ah, arktischer Wind oder? Gute Frage. Wobei ich arktischer Wind eher hinten hinsetzen würde, in diese beiden Kreise. Gut, ich werde jetzt erstmal die alle aufrüsten. Erstmal alle auf Vollmantelgeschosse und schneller feuern. Dann muss ich halt wirklich die Dreifach-Speed-Angriff-Dinger nehmen, statt Deadly Precision. Das war halt einfach so. Können wir noch bis Runde... Na, wir machen jetzt mal schon die... Das Nachtsichtgerät, bevor wir es dann wieder vergessen sollten. So, da haben wir es schon mal. Da kommen zumindest die Tarmalons... zerstört werden. Erstmal hier über ein bisschen mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Das Problem an sich ist ja nicht der Moab, sondern die weißen Bloons, die halt nicht eingefroren werden können. Das ist halt das Problem, finde ich. So. Ich habe jetzt ja schön 8 Scharfschützen, die jeweils 2 auf die unterschiedlichen Positionen schießen. Was ist das eigentlich? Achso, der nächste. Achso, das ist ein Symbol nur. Okay, alles klar. Schneller feuern, schneller feuern, schneller feuern. Eisbrocken könnt ihr vielleicht auch noch machen. Ich mache ja wirklich arktischer Wind, wenn ich es überhaupt nur brauche. Da hätte man sich hier nur die Scharfschützen einfach nur benutzen sollen.
Oh, ein bisschen Slow wäre schon nicht schlecht. Das ist okay, in Ordnung. Ich habe ja noch 16 Runden vor mir. Das wird schon. Ja, also wenn so ein halbautomatisches Gewehr wäre schon nicht schlecht. Dreimal schneller anzugreifen ist schon nicht übel. Aber erstmal sollten alle generell hier die... Na, wobei wir machen ein Team mit und ein Team hier unten mit ein bisschen mehr Schaden. Hm, 2975 kostet natürlich ein bisschen mehr als das, der höhere Schaden. Weil wir sind ja schon auf der zweiten Stufe hier unten. Gut, habe ich nichts gesagt. So, komm her hier. Batsch. Ja, das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Da können die mir, glaube ich, sowas von den Arsch lecken, die Typen. Können auf jeden Fall noch mehr Schaden machen. Das ist ja sowieso auf den Stärksten gerichtet. Auf den Stärksten mit mehr Schaden, das ist schon ziemlich gut. Der haut echt gut rein. Ja, schon das Doppelte im Gegensatz zum Ersten. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt woanders auch noch links hinsetzen oder reicht es mit den Scharfschützen? Oder soll ich noch Eisbrocken machen? Ich hab keine Ahnung. Ach, das ist der Erste? Okay. Schwierig, ja. Weiß halt nicht, in 6-4 Runden kommt ja schon der Moab. Weiß halt nicht wirklich, ob das reicht oder das nicht reicht. Schwierig, schwierig. Aber die sind echt gut dabei, die Scharfschützen. Den hier aufrüsten, dann können wir hier die noch ein bisschen stärken. Wobei, ja, mache ich das ja bei denen auch dann später. Dann machen wir uns noch das hier ganz kurz. Damit die auch die Tarmalons angreifen können. Erstmal hier noch das halbautomatische Gewehr. Im nächsten Runde kommt ja schon der Moab. Wobei, dann kommen wir hier erstmal noch den... Schauen wir mal, ob wir es noch hinkriegen. Ansonsten müssen wir da wirklich erstmal... Naja, komm, wir machen erstmal den Schaden höher. Machen wir erstmal den Schaden höher und dann nächste Runde das halbautomatische Gewehr. Sieht gut aus. Ich glaube, allein den Scharfschützen hätten wir nur gebraucht. Also ich glaube, na wobei, die Dings sind auch schon nicht schlecht, das Eis. Aber ich weiß nicht, Eisbrocken, so. Na egal. Wir machen jetzt erstmal mit den Scharfschützen hier weiter. So, werden wir den noch upgraden. Ja, macht gut Damage hier. Kriegt ihr jetzt mal 80 Pop-Counts dazu, das ist super. Ja, auch nochmal. Zack, 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 zack. Mal weg hier, die Scheißdinger. Batsch, batsch, alle weg hier. Sehr nice. So, dann machen wir hier auf jeden Fall auch noch. Das war es sowieso schon gewesen. Schau mal an, wie einfach das geht. Einfach die scheiß Eistower weglassen. Blanker, roher Schaden ist hier angesagt. Who cares? Who cares? Irgendwie ein Zufall. Als Erfolgerung. Und die Mission abgeschlossen. $50 wieder kommen. Was für eine riesige Ausbeute. Monster mit grünen Augen. So, absolviere Sinsgruppe nur mit Superaffen, deren Upgrades auf 0,2 beschränkt sind. $3.400, 8 Stammschildkunden, dann Admin spielen, sollten dir in der kniffligen Runde helfen. Besteht bis Runde 50 auf Schwierigkeitsgrad leicht. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, Leute.